Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play SpongeBob. Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Ganz genau, im letzten Part waren wir hier angekommen. Wir haben die Schwammball. Verwandlung. Schwammball. Den Schwammball haben wir erlernt. So. So hübsch. Ich halte es nicht aus. Ja, und ich kann mich noch sehr gut dran erinnern an dieses hier. Jetzt kommt da ein Auto. Und oh mein Gott, wenn wir in die Grube fallen, sind wir Global Rip. Nein, da ist sogar was. Wir wollen sogar in die Grube. Ist klar. Nun ja, so viel war jetzt hier oben nicht, aber nein. Kleines Goodie war da. Schön. Roll den Schwamm. Ja, normalerweise sollen wir auf dem Auto dann landen, aber egal. Boom. Ein Trigger Point. Oh Gott. Ach, mit B. Wenn wir B drücken, dann können wir aus dem Schwammball wieder raus. Alles klar. Cool. Ich brauche mich also nicht immer treffen lassen dafür. Das ist schön. Gott. Nee, der braucht wirklich keine helfende Hand. Der hat schon genug Hände. Yeah, so will ich das sehen. Und wir haben uns eine Abkürzung sogar erschaffen. Und. Warte. Oh, stimmt. Ich habe mich noch daran erinnert. Na gut. Waschen. Ja, sie. Komm ich da oben schon hin? Soll ich es probieren? Ich sollte es nicht probieren. Das ist. Alles klar, ich bin hier. Wie komme ich da oben hin? Eine gute Frage. Seltsam. Schon mir das geschenkt. Schön. Dann gehen wir mal zur Kumpelblase. Diese Tür ist von innen abgeschlossen. Wer macht denn sowas? Das ist alles, was du sagst? Diese Tür ist von innen abgeschlossen. Wer macht denn sowas? Du musst diese Tür von innen aufschließen. Hier ist ein Schalter. Macht der das? Hä? Der Schalter hat das Fenster zugemacht. Ich suche den Sinn, den mir das jetzt bringt. Du musst diese Tür von innen auf. Hä? Was hat der Scheiter bitte gebracht? Ich weiß es nicht. Ich bin ratlos. Oh nein, nein. Komm schon. Schon wieder. Ja, wenn es sich absenkt, dann können wir nicht mehr richtig springen irgendwie. Okay, nur bei der ersten. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Aua! Ui, ich nehme nicht raus. Geh weg. Danke. Hui, haben sie mich gesehen.
frisch wie eine Frühlingsbrise. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Erstmal die ganzen Gegner hier zu zerstören, ist schlau. Nimm das! Ja. Bringt aber nichts, weil sie immer wieder kommen. Aha. Ja, aber was bringt's mir? Warte, kann ich auf die Straßenlaterne? Ich muss da drauf können. Ich muss da drauf können. Spock, spock. Nicht drauf. Erzähl mir nichts. Das finde ich sehr doof. Geht tatsächlich nicht. Wie geht denn das? So. Ha! Soll es so gemacht werden? Ich weiß es nicht. Wir haben es auf jeden Fall. Das ist das Wort zählt. Oh, warte mal, wir können den Weg öffnen. Wohin? Seenadel. Oh nein, da gehen wir nicht hin. Die Seenadel. In jedem SpongeBob-Spiel ist sie schön. Oh Gott, die Seenadel. Ich bin Rolltastisch. Rolltastisch. Hey, Gary. Mau? Mau? Ja, freut mich, dass dir das auffällt. Ich habe ein bisschen trainiert. Mau. Mau? Nicht fertig? Heißt das nicht? Mau. Oh, das ist der Durchgang zum Dach, der zum Leuchtturm führt? Aha, da ist noch ein goldener Pfannenwender. Den könnte ich gut gebrauchen. Komm schon. Was meinst du damit, ich soll Sandy zu Hilfe holen? Ich schaff das schon alleine. Nee, schaffst du nicht. Oh, was für ein großer Abstand. Oh ja. Okay, diesen Sprung werde ich definitiv nicht schaffen. Wie soll man da denn rüberkommen? Oh, oh, noch mehr Roboter. Beim Geist des fliegenden Holländers, dieser Abstand ist unmöglich zu überqueren. Komplett unmöglich! Okay, okay. Ich hol Sandy, damit sie mir hilft. Alles klar, da brauchen wir dann Sandy. Gut hier. So, den mache ich erstmal weg. Das habe ich mir gedacht. Und die endgültig besiegen. Oder machen wir die Sehne denn mit? Dann haben wir eben sie jetzt hinter uns, weißt du? Wir sind ja eh. Mal hier lang. Ja, da könnten wir uns jetzt Handy holen. Schätze ich. Und dann würde es einfach weitergehen. Das auf und dann gehen wir mal zur Seenadel. Doch, wir machen das. Komm. Komm, trau dich. Ich habe halt Angst vor diesem Bereich. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Aber 100%. Wir müssen ihn eh irgendwann machen. Lieber jetzt als später. Oh Gott, die Seenadel. Nein. Seenadel. Ich habe Angst. Vielleicht ist es nicht mehr so schlimm. Oh mein Gott. Es ist immer noch so schlimm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Wie sieht sie denn einfach nur aus? Ja, einfach da sitzt. Zack, 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 zack. Ah, da bist du ja, Minion. Jemand hat die Sehnadel beschädigt. Das ist ja schrecklich. Die Sehnadel ist die Wiege der Häkelecke. Ja, ja, genau. Aber noch wichtiger ist, dass es dort Tickies und glänzende Objekte direkt vor den Fenstern gibt. Mr. Krabs, wie können Sie in solchen Situationen an Geld denken? Ganz einfach. Ich mache einfach meinen Kopf frei. Geld. Geld, Geld. Jetzt hör zu, Minion. Du weißt, dass ich dir goldene Pfannenwender gebe, wenn du mir glänzende Objekte bringst. Aber ich versüß dir die Abmachung noch. Wenn du alle Tikis hier bei der Sehnadel zerstören kannst, bekommst du einen goldenen Pfannenwender zusätzlich. Warum sollte ich die Tikis zerstören, Mr. Krabs? Weil sie dich ausgelacht und sich über dich lustig gemacht haben. Na klar. Was haben sie denn gesagt? Du weißt schon. SpongeBob, Schlammklotz. Das ist nicht sehr lustig. Nein. Und sie sagten, deine Mama sei hässlich. Hässlich? In Ordnung, Mr. Krabs. Ich werde sie zerstören. Wir haben eine Abmachung. Es ist so göttlich. Dafür kann man das Spiel lieben. Das ist einfach so. Oh, schön. Ja. Dafür kann man das Spiel lieben. Doch, Leute. Das ist sehr schön. Oh, dasselbe Bild. Egal. Bungie. Die haben ihn beleidigt. Okay. Wie war das? Dass hier immer dasselbe Bild ist? Ja, okay. Ich weiß nicht, anders, aber man hätte es anders machen können. Wow! Von hier oben sehen alle wie Ameisenfische aus. So. Ich finde es sehr gut, dass das jetzt besser klappt. Manch, denn im Original ist man hier einfach mal runtergefallen. Da wurde nicht registriert, dass man da an diesen unglaublichen Haken gesprungen ist. Aua! So, die Tickets müssen wir alle erledigen. Das sind genau die hier. Das kann sehr nervig werden. Ihr seht, warum ich Angst vor diesem Bereich habe. Das kann halt übel nerven. Wir sind schon sehr weit unten. Da muss das Timing halt passen. Okay, die haben wir. Wenigstens die. Er macht sich übrigens so selbst von nach unten. Von selbst nach unten. Wenn wir nichts tun. Okay, der ist ja fies. Boing. Genau, wir können sie auch so zerstören. Ja. Ich denke, das reicht. Letzten Objekt oben jetzt nicht unbedingt. Kriegen wir noch? Ja. Ja, tatsächlich. Einfach warten bei denen. Okay. Ja. Ja, aber wenn sie so in Masse sind, dann ist das durchaus. Was macht der da? Dann ist das ein bisschen. Genau, und das gibt es jetzt überall. Überall gibt es diese grauenhaften Bungee-Herausforderungen. Da sind ja sogar goldene Zahnräder versteckt gewesen. So, jetzt haben wir eine Abkürzung erschaffen. Ich finde das schön, dass es die Möglichkeit gibt. Wünscht jemand mal Leute. Und warte, damit es nicht leben muss. Aua, was war das? Das ist halt fies. Warum ist da ein Donner-Tiki? Aua! Ich
den denn aktivieren, ohne getroffen zu werden? Was ist das denn hier? Boing! Okay. Je länger wir gedrückt halten, desto weiter geht er halt runter. Kann aber nicht unendlich werden. So, ohne nur die Dickies. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Das glaube ich dir gern. So, und jetzt wird's schlimm. Genau deswegen hasse ich den Bereich, weil diese Dinger öfters auftauchen. Ich hab keine Höhenangst. Doch. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Nummer 1 bei der Schnitzeljagd und Bikini Bottom. 3 Jahre in Folge. Schon Vielen wieder? Dank. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Drück. Wir sind schon wieder da, der Kies drauf. Was macht ihr denn? Aha. Antäuschen. Geschenke öffnen ist klasse. Hallo. Hallo, Donner Tiki. Hallo. Aua. Das war so klar. Aua. Aua. Das muss übel wehtun. Also bitte. Boing. Aua. Boing. Ah. Aua. Ja, das glaube ich dir, dass das weh tut. Das glaube ich dir, die Ansprüche. Komm ich denn da unten hin? Warum komme ich denn da unten nicht hin? Müssen die sich alle bewegen? Je später wir drücken, desto besser. Keine Ahnung. Aha, die hab ich. Boing. Ah, komm her. Soll ich die da unten erreichen? Kann das irgendjemand verklickern? Nee, je eher wir drücken, desto besser. Dann erreichen wir die. So. Sehr gut, wir haben den Donner-Tiki. Alles. Boah, geil. Was nun? Strange. Gute Arbeit, mein Junge. Hier ist der goldene Pfannenwender, genau wie versprochen. Danke. Kann Sandy auch was? Machen? Oh mein Gott. Ahoi, Sandy! Ihnen einen guten Morgen, Mr. Krabs! Sie kann hier nichts machen. Falls man mit Sandy hier reingeht, ja? Im tiefen blauen Meer gibt es noch mehr goldene Pfannenwender. Also, halte gut Ausschau. Ja, das war schon die Seenadel. Ja. Ich hab's schlimmer in Erinnerung.
Ja, es gibt schlimmere Seenadel-Level in SpongeBob-Spielen. Die gelbe Rächer hat da so einiges gemacht. Aber reden wir nicht darüber. Ich bin gespannt, welche SpongeBob-Spiele noch ein HD-Auftritt bekommen. Oder ob SpongeBob Battle for Bikini Bottom jetzt das einzige bleiben wird, was ein HD-Remake bekommen hat. Ich hoffe ja noch auf Macht des Schleims und Angriff des Spielzeugroboter als HD-Remake. Ist ja schön. Water. Oh Gott. Ach du Schande! Ich hab's jetzt erst mitbekommen, wir sind ja ganz am Anfang. Ja. Nicht schlimm. Die Abkürzungen sind alle wieder zu. Danke. Danke, liebe Schwab. Sehr lieb. Sehr, sehr lieb. Nee, nur die wir nicht geöffnet haben, alles klar. Abkürzungen vergessen zu öffnen? Wir haben Abkürzungen vergessen? Wir haben Abkürzungen vergessen? Oh. Tön. Und die natürlich. Es glänzt! Alles klar. Sind wir eigentlich wieder hier? Ja. Jetzt sind wir wieder hier. Genau, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also schaltet wieder ein. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und meinen grünen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.